Eines der größten Probleme aller Lebewesen ist der Müll. Menschen machen den allermeisten Müll. Um den Müll loszuwerden, wird er verbrannt oder recycelt. Auch die kleinsten lebenden Einheiten, die Zellen, können Müllprobleme haben. Sie verfügen über eine eigene, leider störanfällige Müllverbrennung. Claudine Kraft erforscht Störungen dieser zellulären Müllverbrennung. Wie in unseren Städten, wenn der Müll liegen bleibt, dann werden irgendwann die Straßen blockiert und unser System funktioniert nicht mehr. Und das Gleiche passiert in unseren Zellen. Wenn jetzt Abfall liegen bleibt, dann kann die Zelle nicht mehr richtig funktionieren und es kann auch schädlich werden für die Zellen, sodass Zellen am Ende sterben. Autophagie ist die Bezeichnung für die Müllverbrennung in der Zelle. Bei Versuchen zu Alzheimer oder Parkinson hat man festgestellt, dass eine Störung der Autophagie in Zusammenhang mit diesen Krankheiten steht. Eine Maus, die zum Beispiel keine Müllentsorgung im Hirn machen kann, die wird schon geboren mit Alzheimer und Parkinson. Also eine Müllentsorgung, eine dauernde Müllentsorgung, auch in unseren menschlichen Zellen ist wichtig, dass man solchen Krankheiten auch vorbeugen kann. Um die Prozesse der Autophagie zu erforschen, verwendet man Hefezellen. In einem Gefrierschrank bei minus 80 Grad werden sie aufbewahrt. Aus einem kleinen Abstrich in einem Nährmedium erhält man über Nacht genügend Zellen für eine Untersuchungsreihe. Nachdem man zentrifugiert hat, kann man die Eiweiße aus den gesammelten Zellen isolieren und miteinander vergleichen. Dabei hat man zum Beispiel herausgefunden, dass Zellen die Autophagie umstellen, wenn die Nährstoffzufuhr unterbrochen wird. Zellen können ohne Nahrung über mehrere Wochen weiterleben, indem sie einfach ihren Müll recyceln. Hier sind die Zellen effizienter als unsere Städte. Die können wirklich eigentlich alles in Grundbestandteile zerlegen und dann wieder verwerten. Wenn man die Mechanismen bei der Müllbehandlung in Zellen entschlüsseln kann, hilft das im Kampf gegen Alzheimer oder Parkinson. Wir möchten eigentlich wirklich verstehen, wie so ein Autophagosom, also der Behälter, der den Müll einpackt und zur Müllverbrennungsanlage bringt, wie so eine Struktur in der Zelle gemacht wird. Das versteht man noch überhaupt nicht. Man weiß nicht, wo diese Verpackung überhaupt herkommt. Und das sind Dinge, an denen wir jetzt aktiv forschen. Die Forscherin warnt vor überzogenen Hoffnungen. Bis man die Autophagie gezielt beeinflussen kann und es Medikamente geben wird, dauert es mindestens noch 10 Jahre.